Oh, damit hallo und herzlich willkommen wieder zurück. Und ich muss jetzt gerade mal nachschauen, weil der Anhänger ja voll ist. Wo wir das jetzt am besten verkaufen? Also, was jetzt im Moment am meisten Knete bringt. 817, immer noch Hafen Nord. Na gut. Dann auf zum Hafen Nord. Also, beziehungsweise nicht so direkt. Wir fahren ja so ein bisschen Umwege. So. Ein kleiner Feldweg. Kann man dann hier mal lang brettern. Sieht gut aus, ne? Da hinten mit der Stadt und so. Ja, ja, ja. So, da vorne rechts, wenn ich mich richtig erinnere. Sollte zumindest, ja. Ja, ich denke doch. So. Sehr schön. Ist da eine. Ne, ist da immer ganz komisch aus mit der Straße. Na. Heute ist echt nicht mein Tag, ey. Nee. Orkischer Geisterfahrer. Irgendwo. Ah, ne, ist da hinten. Ja, siehst du, muss ich erst wieder zurechtfinden. Hier rein, genau. Und dann irgendwie hier rechts durch. Ein bisschen komplizierter. Da war es schon, Mist. Mal gucken, was es gibt. Sehr schön, das Geld läuft. Wunderbärchenhaft. Sehr gut. Geht doch, guck mal, 22. Jetzt können wir mal gucken, wegen der Garage. Ich glaube, genau, ich wollte gerade sagen, so eine Maschine habe ich nicht. Das wüsste ich. Ich brauche nämlich jetzt hier so eine Seetechnik, genau. Ich bin echt immer noch am überlegen, welches wir nehmen, ne? Ich weiß gar nicht, wollten wir das hier nehmen, oder? Das war, glaube ich, egal, ne? Ah, das hat weniger PS, was es benötigt. Beides mit Direktsaat. Ah, das ist nochmal einen halben Meter länger oder breiter. Naja, gut, dauert noch einen Moment, ne? Also ein paar Mal müssen wir noch fahren, damit wir das hinkriegen. Aber wir sind nah dran. Das grübel ich gerade. Naja, dann lassen wir das mal. Dann fahren wir erstmal zurück. Genau. Und wenn wir dann zurück sind, dann können wir uns Gedanken machen. So. Mann,
diese weiten Wege immer, ne? Ah. Da ärgert man sich dann, wenn man dahinter steckt. So, kann ich schneller fahren? Und denkt gar nicht drüber nach, dass der dann halt dafür sorgt, dass man was auf dem Tisch hat. Zu futtern. Hm. Ich war ja... Silvester bin ich ja losgefahren. Wie gesagt, bei der Familie ja verbracht, ne? Verwandtschaft. Und auf dem Weg dahin hat man das dann halt gesehen, dass da wirklich etliche noch waren, die mit dem Traktor noch unterwegs gewesen sind. Ja, weil noch irgendwas zu machen ist. Also Rübenernte zum Beispiel habe ich gesehen. Da waren welche an Silvester mit so einer riesengroßen Maschine, also hier, die wir hier auch hier haben im Spiel, mit so einem Rübenernter, so einem Vollernter, ja. Und haben dann Rüben geerntet. Und ein anderer stand mit einem LKW und einem riesengroßen Anhänger hinten dran, stand am Rand des Feldes und hat darauf gewartet, dass er weiter beladen werden konnte. Weil da hat man schon gesehen, da waren schon etliche Rüben drin. Der Wahnsinn. Ja, dass die dann sogar diese Tage dazu bringen, bis zum Umfallen. Krass, irgendwie, wenn man es überlegt. Und dann, wenn man sich überlegt, ob man selber bereit wäre, dieses Opfer zu bringen? Ha, ich weiß es nicht. So viel Zeit dafür zu verwenden? Ist halt echt heftig. Ah, da vorne ist er. Ich wollte überlegen, aber... So, jetzt vorsichtig. Genau. Aha, sehr gut. Ja, dann kommt jetzt nochmal wieder was rein. Achso, das war schon. Okay. Echt jetzt? Ja. Gedüngt, ja, das ist kein Unkraut, ist schon mal gut. Ah, schon wieder falsche. Entschuldigung. Und weiter geht's. Ich bin froh, wenn das hier geschafft ist, ne? Das ist halt echt Wahnsinn, wie zeitaufwendig das ist. Hab ich das gerade alles mit oder nicht? Hinten gar keinen Scheinwerfer, ne? Schade. Ah, das fehlt hier so ein bisschen. Na gut, mega günstiger Mähdrescher, der eigentlich seinen Zweck ja erfüllt. Nämlich die Ernte einzuholen. Ja, das Wichtigste von allen. Ja gut, das Aussehen und Düngen und Hegen und Pflegen ist auch wichtig, aber... Wenn es keiner vom Acker holt, rechtzeitig und weiterverarbeitet, dann ist es auch vollkommen egal. Ist halt so. So, nun denn, ich verabschiede mich an der Stelle. Wir werden noch ein bisschen weiter hier machen und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder, ne? Bis dahin, euer Mr. Zocker.